voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen Pressepodcasts Voll in die Presse. Heute sind wir wieder zu dritt hier im Bonanza Bang Bus. Wie immer eine illustre Runde. Ich habe den guten Prollo Ferrari hier im Bus. Ja, genau. Stimmt. Und den wie immer wenig selbstbewussten Karl-Heinz Ballermann. Schön, dass ich da bin. Herzlich willkommen, mein Name Ben Cartwright und als Gastgeber dieses kleinen Podcasts habe ich natürlich, wir sind in der Weihnachtszeit, auch ein bisschen was vorbereitet, liebevoll zusammengestellt. Nein. Einen kleinen Gebäckteller für meine Gäste. Greif zu, schmatz bitte nicht so laut. Also um das jetzt mal für die Zuhörer wieder zu beschreiben, also Lebkuchenoblaten, die ich ja eigentlich sehr gerne esse, aber unten mit Schokobezug, das mache ich nun gar nicht. Dazu, da gehören das diese, schützt, aber, das Esspapier ja, gehört dahin. Das schützt vom Austrocknen, da halten die mehrere Jahre. Achso, okay. Ja, so muss das sein. Wir wissen ja nicht, wie lange wir heute machen. Und vielleicht schneiden wir jetzt hier auch in den Bus ein und dann sind wir froh, dass wir diese wunderbaren Backwaren hier Bonn haben. Bonn schneidet ja regelmäßig ein. Richtig. Steht auch kurz bevor. Wir haben, wie gesagt, unsere letzte Folge in diesem Jahr, aber freut euch nicht zu früh, ausgestrahlt wird die eh erst nächstes Jahr. Also es geht immer weiter. Und ich glaube, wir haben auch was zu trinken, bestimmt. Also ich habe jedenfalls wieder was Leckeres dabei. Ja, schon wieder? Ja. Nein, bitte nichts Leckeres meine, mehr. Meine Sachen, wollen wir damit anfangen oder? Ja. Möchte, ja. Weil ich habe nämlich mich mal so ein bisschen auch auf Weltreise begeben in diesem Jahr. Und wann immer ich das mache, bringe ich gerne Bier mit. Also ich bin hier, glaube ich, fürs Bier zuständig, muss man direkt mal sagen. Mhm. Was ich euch heute als Eingang erstmal kredenzen möchte, ist ein Bier aus Malta von der Brauerei, weiß gar nicht, wie die heißt. Die Marke heißt Zisk und gibt seit 1928, wird auf Malta gebraut, das sozusagen bekannteste Bier von Malta. Und nur falls ihr mit euren Kindern mal einheben wollt, die haben auch ein wunderbares Getränk, das heißt Kinni im Angebot. Habe ich auch probiert, als ich jetzt auf Malta war. Schmeckt richtig ekelig. Mhm. Kann man nicht empfehlen. Ich habe es meinen Kids auch mitgebracht. Vater das Bier, die Kinder so eine Art Limonade. Ist aber wirklich ganz grauenhaftes Gebräu. Also aber früher haben die ja mit Kinni immer die Leute auf Malta umgebracht, jetzt machen die das mit Bomben. Richtig. Aber Leute, schaut euch diese Flasche an. Das ist die Jubiläumsedition von 2018, war wie gesagt das 90-jährige Jubiläum. Und das ist wirklich eine schöne Flasche. Ich habe auch nur noch diese eine kleine Flasche, die wir uns teilen müssen. Mhm. Aber noch mehr dabei. Ich bin ja es nicht gibt so ja noch teilen. die Notfall dazu. Und dann möchte ich auch noch erwähnen, am Wochenende war ich natürlich auch im Stadion, um den glorreichen Sieg des 1. FC Köln Nummer 3 zu bejubeln. Wer weiß, wer uns kennt, weiß, dass außer mir keine Ahnung von Fußball hat hier in diesem Bus. Der Ballermann ist Hannover 96-Fan, wohl bekannt aus dem Partner-Podcast 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und damit ihr auch so ein bisschen auf Stimme kommt, habe ich euch, die sind gespült, schöne Jubiläumsbecher zum Trinken Weichei mitbekommen. Bitteschön. Mhm. Spürbar anders steht da drauf, schmeckt wahrscheinlich auch so. Also da steht drauf, also ein Plastikbecher, Double-Sieger 1977, 1978. Richtig. Und dann so ein Konterfei, da also so ein Mannschaftsfoto mit irgendwelchen langhaarigen Zecken drauf. Ja. Einer davon könnte sogar der Onkel unseres Mitstreiters Sammer sein. Der hat nämlich damals auch beim 1. FC Köln gekickt. Ich weiß aber nicht, ob er auf dem Foto drauf aber ist. Aber der Toni Schumacher, der ist da. So, Leute, jetzt einmal 90 Jahre Jubiläums-Zisk aus stilechten Plastikbechern aus dem Rhein-Energiestadion, was wir gerne mögen. Also 90 Jahre Jubiläum, jetzt haben wir ja 2019 und gegründet wurde das Ding 1928, da ist aber ein kleiner Rechenfehler drin, oder das Bier ist über ein Jahr alt. Nein, ja, also, nein, das Bier, die Bierflasche ist wahrscheinlich noch von der Zeit, aber ich kann dich beruhigen, es ist haltbar bis zum 22.02.2020. Na gut. Aber es riecht schon mal echt beschissen. Wieso hast du jetzt die Dinger getauscht? Findest du weil den du Becher mehr schöner? Hast. Nee, ich dachte, du verstehst mehr von Bier als ich und dann wollen wir es nicht, nicht vergeuden. Komm, dann trinken wir mal auf mich heute. Prost. 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 Auf den Herrn Ballermann. Immerhin ist es kalt und schäumt. Das Bier, ja. Das ist schon mal. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Ich fand das damals ganz gut. Es riecht schlimmer, als es schmeckt.
Also das ist ein normales, der Plastikbecher. Es ist ein normales Bier, wenn man immer auf dem Zweitmarkt die Becher einkaufen muss. Im Plastikbecher gewinnt das. Ja, ein Lagerbier, gebraut nach Pilsener Brauart, 4,2% Alkohol. Also taugt nichts. Denke mal, so zum Wegballern im maltesischen Fußballstadion. Dafür hatte ich es damals benutzt. Ach so. Okay, aber wir haben ja, glaube ich, auch Presse wieder am Start, über die wir sprechen wollen, Presseerzeugnisse. Über meinen Presseartikel kann ich nur sprechen im Kontext meines Getränks. Also, entweder wir trinken jetzt was. Nee, dann pass auf, dann mache ich, ich habe ja eben erzählt, dass ich am Samstag im Fußballstadion war und das ging dann noch ein bisschen länger. Wir sind danach ins Brauhaus gegangen, Haxen essen und zu später Stunde sind wir dann nach Bonn zurückgefahren und mit einem Taxi, das war eine weise Wahl, mit einem Taxi nach Hause. Und während wir da mit dem Taxi fuhren, kamen wir an einer S-Bahn vorbei, die stand und da stand jede Menge Polizei drumherum. Und ich habe noch scherzhaft gesagt, was ist denn da los? Haben sie da den Fahrer entführt oder was ist da passiert? Und jetzt liest man gestern in allen Medien, Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn. Das ist wie in einem Actionfilm tatsächlich passiert. Die Bahn fuhr nächtens 0.40 Uhr so in Siegburg los Richtung Bonn. Dann ist der Fahrer irgendwo bei St. Augustin ohnmächtig geworden und hat in der Kabine gelegen, und zwar auf dem Totmann-Knopf. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Die haben ja eigentlich diesen Totmann-Knopf, den sie immer gedrückt halten müssen, sonst hält die Bahn an. Und da hat er aber irgendwie draufgelegen, ohnmächtig. Es wurden alle Stationen durchfahren, 8 an der Zahl. Die Leute sind nervös geworden, haben die Polizei angerufen und die Fahrgastleitung. Und mit deren Hilfe konnten die dann die Bahn stoppen. Haben die Scheibe eingeschlagen und haben die Bahn gestoppt. Und das ist eigentlich ein Wahnsinnserlebnis. Ich möchte das natürlich nicht selber erleben, aber das erinnert einen ja tatsächlich an Filme. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und da gab es den Film Unstoppable, ja, außer genau. Kontrolle, wo ein toxisch beladener Zug, Güterzug, führerlos durch die Gegend fährt. Und der zweite Film... War bestimmt auch besoffen in der Bahn. Das mag sein. Und der zweite Film, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist der Film Die Entführung der Pelham 123. Und jetzt haltet euch fest, beide Filme wurden Regie geführt von Tony Scott, der danach dann gestorben ist nach dem Unstoppable-Film. Leider, das ist ein Typ, der hat Top Gun gedreht, der hat Lost Boy Scout gedreht und auch True Romance, also ganz coole Action-Kracher. Mhm. Und eben auch diesen Unstoppable-Film. Damals war es Denzel Washington, wir wissen nicht, wer hier in Bonn die Bahn gestoppt hat, aber das ist ja eigentlich eine Meldung, wie man sie so mehr aus dem Hollywood-Film kennt. Ne? Dass du sitzt da in der Bahn und die ballert da nachts über alle Bahnübergänge. Ich kann mich da, glaube ich, noch an eine Szene erinnern aus dem Film. Und zwar war dann so, da war dann so eine Weiche oder sowas. Und dann musste dieser Zug da einen Affenzahn, der war ja also immer im Affenzahn unterwegs. Ja. Und dann musste der so eine Kurve machen und die Schienen hätten es nicht ausgehalten. Haben die Gleisarbeiter, die also glorreichen amerikanischen Gleisarbeiter. Hochgehalten. Mit so Brechstangen haben die dann den Gleiskörper so festgehalten. Also, haben die da richtig. Und der wiegt ja auch nichts zum Zug. Ja, in Amerika geht sowas. Das ist der halt Hebeleffekt. Immer. Du kannst ja quasi mit zwei S-Stäbchen eine S-Bahn umlenken. Ja, das ist mir da auch bewusst geworden. Ne? Also ja, aber ich find's wirklich, also stell dir mal vor, du sitzt in so einem Zug und das kennt man halt nur aus dem Fernsehen. Und der fährt da durch, immer weiter und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und die hält nicht an. Aber warum hat denn kein Fahrgast die Scheibe eingeschlagen, hat sich übers Dach nach oben gelaufen und hat dann sich unten in die Fahrerkabine reingeschwungen? Das hätte ich ja gemacht. Du wirst lachen, die haben tatsächlich die Scheibe eingeschlagen, aber sinnigerweise gleich die zur Fahrerkabine und nicht die von einer ums Dach, also direkt. Das finde ich langweilig. Ja, deswegen ist es ja auch nicht verfilmt worden bisher. Ach so. Und ich muss mal eingrätschen, hier so ein technisches Detail, Totmann-Knopf, ja. Also ich besitze ein Was-ist-was-Buch-Bahn. Aus den Zeiten, wo die Bahn noch kam, ja, und da stand, das weiß ich noch, drin, dass der Totmann-Knopf auch ab und zu mal losgelassen werden muss, um nämlich genau sowas zu verhindern, dass der Fahrer da drauf liegen bleibt. Mm. Und ich frage mich, ob das wieder zu teuer war, ja. Oder was war das Problem? Oder vielleicht hat er auch gezuckt, so alle 30 Sekunden hat er nochmal losgelassen. Ja, also ich habe den Artikel aus dem Generalanzeiger, weil ich dann natürlich auf die Lokalpresse vertraue. Die haben auch Bilder von der eingeschlagenen Scheibe cool. In ihrem Artikel. Und da wird der Totmann-Knopf beschrieben, als dass es sowohl einen für die Hand als auch für den Fuß gibt und der müsse dauerhaft gedrückt werden. Ich kenne das auch beim ICE muss man den alle 30 Sekunden einmal so antippen, nicht den Finger draufhalten. Wahrscheinlich auch, um das zu vermeiden, das erinnert mich dann immer an Homer Simpson. Der hat ja, glaube ich, genau diesen Job im Atomkraftwerk und muss alle 30 Sekunden einmal auf den Knopf drücken. Hat er sich nicht so einen Specht dann angehört? Hat er sich so einen Specht irgendwann dahingestellt und feiert seine
seine gewonnene Zeit. Ich frage mich allerdings unabhängig davon, ob man nicht, wenn die Notbremse eigentlich quasi so, nur so ein Fingerzeig an den Fahrer ist, ob man das nicht Notbremsvorschlag nennen sollte. Das stimmt. Ja, weil man verlässt sich ja doch drauf, wenn man fährt und fährt und denkt sich, ich sitze ja neben der Notbremse. Genau, das, hat das nicht funktioniert? Das ist genau, sehr guter Punkt. Die haben die Notbremsen betätigt, natürlich als allererste Amtshandlung, und nichts passierte. Und dann sagen die Stadtwerke, ja, die funktionieren ja auch nur bei langsamer Fahrt und nur im Bereich von Bahnhöfen, weil man sonst nicht, man will nicht, dass die Bahn irgendwie in einem Tunnel zu stehen kommt und dann dort nicht evakuiert werden kann. Und ansonsten bekäme der Fahrer eben sozusagen den Hinweis, dass jemand vorschlägt, die Notbremse zu betätigen. Doof nur, wenn der Fahrer da benommen in seiner Kabine liegt und davon nicht viel mitbekommt. Oder der Vorschlag wird abgelehnt. Ja, ich bin dagegen. Keine Lust. Wie die Franzosen in Brüssel. Also ich kann nur dazu aufrufen, vor der Fahrt auch durchaus die Notbremse mal testweise zu betätigen. Ja, vor jeder Fahrt sollte man das machen. Man sollte da wissen, wo man dran ist. Ja, ja. Das kann im Notfall leben. Ziviler Ungehorsam. Ab jetzt vor jeder Fahrt die Notricht- und Notbremsfunktion. Ja, auch durch den Türhebel mal gucken, nochmal rausgucken, ob wirklich alle zurückgetreten sind. Ja, ja, und dann auch mal den Notfallhammer nochmal ausprobieren. Ne? Da weiß man ja auch nicht, was für eine Qualität der hat. Ja, man kann ja auch direkt die Scheibe zum Fahrerhäuschen einschlagen, gucken, ob es dem gut geht. Ja, ich würde auch. Das war der Grund, weshalb sie die. Nein, ihr würdet lachen. Die Stadtwerke hätten die Bahn auch einfach stoppen können, indem sie den Strom abdrehen. Das war wohl kein Problem. Die haben aber gesagt, nein, wir lassen lieber die Fahrgäste da die Scheibe einschlagen und gucken, was Sache ist, weil man sich um das Wohl des Fahrers sorgte und dachte, das sei dann halt die bessere Alternative zu einem unkontrollierten Stopp, wobei ich nicht weiß, wie kontrolliert ein Stopp ist, der auf telefonische Anweisung der Fahrdienstleistung durch Fahrgäste gemacht wird. Aber von 70 km/h auf 0 in 0,1 Sekunden oder ja, was? Ja, vielleicht fliegt der dann durch die Scheibe vorne oder die ist. Na, dann ist er wieder. Man weiß ja nicht, was. Naja, man weiß nicht, was da passiert. Ja, das war ja nun auch mitten in der Nacht, ja. Da kann man so eine Bahn auch schon mal eine Viertelstunde ballern lassen. Aber stell dir mal vor, im Innenstadtverkehr ist ja tagsüber eigentlich üblich, dass man die Hälfte der Zeit nur auf irgendwas wartet, ja. Und Wenn die 66 durchkommt. Die 66 ist das dann vom Siegburger Hauptbahnhof. Von Siegburg Richtung, genau. Da hast du ja Glück, da ist ja alles noch. Die haben sie gestoppt an der Adelheidestraße, das ist zwei Stationen vor Bertha-von-Suttner-Platz. Und dir sagen natürlich Experten, ja, die ist sowieso nur noch gerollt und die wäre niemals über die Kennedy-Brücke rübergekommen und so weiter. Aber ich finde das schon allein bei den ganzen Bahnübergängen, die waren wohl auch nicht geschlossen, wie die Stadtwerke erst behauptet haben, sondern da fährst du vielleicht auch selber nachts gerade nach Hause, siehst, die Schranke ist auf und dann kommt da von rechts so eine Bahn angeballert und fährt dich über den Haufen. Also hätte wirklich was passieren können bei der Geschichte. Ja. Schockierend. Schockierend. So, dann schmeiße ich das gleich weg, weil ich hatte das auch. Das bewegt ja auch die Gemüter so ein bisschen. Ja, das ist auch wieder gar nicht mitgekriegt. Action in Bonn, ne? Das ja, war gestern den ganzen Tag. Das ist immer wie in der Schule, wenn man die Hausaufgaben mal ausnahmsweise mal abgeschrieben hat und dann liest das schon anderer vor, ja, und dann. Der Ben Cartwright ist nämlich sehr sparsam mit seinem Bier. Das war nein, ja nur nein, so 0,2. Ich hab hier diverse Biere noch dabei. Also ja, und warum laberst du die ganze Zeit und schlägst das wir nicht hier aus? Auch eine, wir geben den Themen auch Raum. Und jetzt bringe ich euch. Du hast mich damit geködert, dass du gesagt hast, hier wird fortwährend getrunken. Genau. Da möchte ich euch jetzt zu einladen. Du musst dir nur selber die Frage stellen, ob du das trinken möchtest. Das ist jetzt ein polnisches Bier, was ja, ich mitgebracht habe. Auf dem Kronkorken steht ein großes W. Es sieht sehr ein bisschen aus wie ein Superman-Logo. Das Bier heißt Janusz Moskwas Kraft Roku. Jedenfalls steht da Niemiecki Lager, was so viel heißt wie deutsches Lagerbier. Dortmunder Export. Also die Gut, Polen Export brauen ist das wohl gerne unser Bier nach. Aber Leute, ich habe es gekauft aus einem ganz anderen Grund. Ich weiß eh nicht, wie das schmeckt. Guckt euch dieses geile Logo an. Da ist ein Typ wahrscheinlich nach dem Genuss dieses Biers drauf. Der sieht so crazy aus. Hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Wahrscheinlich soll das unser deutscher Kaiser. Das Otto von Bismarck heute. Otto von wie würde er heute der Otto aussehen, von Bismarck soll das sein, genau. Und zwar nach Exhumierung. Aber wirklich, so wie aus so einem schlechten Zombie-Film eigentlich. Das drucken die sich hier auf dieses Bierchen drauf. 4,8%. Nee, polnische Bier finde ich super. Ich finde Polen sowieso der Hammer. Finde ich voll gut. Ja, das geht mir auch so. Und jetzt gucken wir mal, da ist auch ein bisschen mehr in der Flasche. Erstmal hier unserem durstigen Mann. Jetzt das ist ein bisschen dunkler. Ich das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so von der Farbe ganz so hell wie das, was wir eben hatten.
Könnte auch daran liegen, dass es seit einem halben Jahr in meinem Keller liegt. Machst du davon auch wieder ein Foto? Davon mache ich auch. Das glaubt einem ja keiner, dass sowas, dass so ein, nee, ich so ein Etikett jetzt, gibt. Ich mache jetzt von allem hier Fotos. Einen kleinen Schluck hätte ich noch hier, Herr Ballermann. Den Schaum. Prösterchen. So. Auf mich. Prost. Ja, Prost. Auf die besonnenen Fahrgäste der Linie 66. Ihr seid die Helden. Die Helden von Bonn. Wobei man natürlich auf die Idee mit der Scheibe auch hätte kommen können, ohne irgendwie das dreimal anzurufen bei der Polizei. Aber ich sag nichts, ja. Ist ja super. Das ja, aber versicherungstechnische Gründe. Bevor ja. du was kaputt machst, also ich. Dann lieber richtig reinkrachen. Ne? Dann lieber in den Endbahnhof reinrauschen. Ja. Ja. Bevor eine Glasscheibe kaputt geht, geht halt der Prellbock kaputt. Unauffällig nach hinten schlendern. Ja, aber da war es ja hinten, in dem zweiten Wagen saßen auch wohl 20 Leute und die konnten ja nicht mal irgendwas machen. Vorne, die konnten ja noch ein bisschen Helden spielen, Actionfilm, Denzel Washington-Style, aber die hinten, die sind einfach nur da. Man hätte das auch gleich ausnutzen können und dann prophylaktisch alle Scheiben einschlagen, mal richtig die Sau rauslassen. Also so einen kleinen Nothammer-Amoklauf. Ciao, ciao. Ich muss jedes Fenster. Das letzte war das Richtige. Ach Mensch, ich habe irgendwie die Fahrerkabine nie so richtig. Ich war so durcharbeiten nach vorne. Ich würde auch mal vermuten, also so objektiv betrachtet, wahrscheinlich finden die jetzt in den nächsten Jahren immer mal wieder Leichen. Das sind einzelne Personen, die dann ausgestiegen sind und, wie sie es in Hollywood gesehen haben, versucht nach vorne zu kommen, aber leider gescheitert. Sind. Ja. Ja gut, wenn kann halt nicht jeder so. Ja, das ist so natürlich dann auch tragisch. Passend zum Thema habe ich noch einen. Ich würde wahrscheinlich Artikel. Schon mir die Finger an der Tür verklemmen. Aber ja, bitte. Ja. Ich habe noch einen Artikel, der ganz gut dazu passt, aus dem Express. Überschrift: Unfassbar, was LKW-Fahrer auf A3 am Steuer macht. Ich muss euch sagen, es ist ein bisschen übertrieben, wie immer im Express. Ich habe gedacht, der guckt mindestens ein Porno. Ganz so geil ist ja, es ist aber ja nicht. Weil Subtitel Polizei kann es nicht glauben. Jedenfalls, sie haben einen LKW-Fahrer gestoppt, der einen Laptop auf seinem Armaturenbrett hatte und dort, ein 38-Jähriger, und dort einen Film geguckt hat bei voller Fahrt auf der A3. Wir fahren ja hin und wieder auch mit dem Auto nach Frankfurt auf der A3. Das ist schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das meine ich jetzt ganz ernst, da kriege ich irgendwie richtig die Wut, wenn so ein Arschloch mit dem LKW da fährt und dann vielleicht in meine Familie hinten reinfährt oder in eure, weil er da irgendwie einen Film guckt. Die einzige komische Note an dem ganzen Artikel ist, dass der Film, den er geguckt hat, war Der Gendarme von Saint-Tropez mit Louis de Funès. Ja, das ist er entschuldigt. Von eben denen wurde er dann aus dem Verkehr gezogen. Die haben nur nicht, oh nein, dabei gemacht, aber haben ihm dann ein Bußgeld von nur, da stand zwar hier saftige Strafe, aber von nur 260 Euro. Ja, das finde ich auch nicht viel. Findest du das in Ordnung? Also der Typ muss doch eigentlich erstmal den Lappen abgeben. Ja, finde ich auch. Also... Der fährt demnächst mal mit. Ja, kannst du machen. Da war er wieder. Das... Aber ich meine, er hat natürlich die goldene Entschuldigung. Also jeder Film, der wäre natürlich tödlich gewesen. Aber der Film, der hat ihn natürlich nochmal wahrscheinlich rausgerettet. Weil hätte er sonst seinen Lappen verloren, 1000 Euro. Und wahrscheinlich hat er gesagt, ich bin so ein großer Fan der Polizei und habe mir so zum Aufgabe gemacht, mein ganzes Leben nur Polizeifilme zu gucken. Ich fahre seit 36 Stunden, ich musste mich irgendwie wach halten. Ja, nur mal so als kleines Nachricht, man liest dann immer, LKW-Fahrer fährt ins Stauende und so weiter und das ist deren Job. Ja, also wenn Sie das hier im Auto hören, legen Sie bitte Ihre Zeitung zur Seite und machen Sie den Fernseher aus. Ja. Ja. Du meinst während der Fahrt? Ja. Also Zeitung nicht mehr während der Fahrt lesen. Nee. Ja. Ist aber langweilig. Also an liebe alle LKW- und Bahnfahrer, bitte jetzt nicht weiter schlafen. Deshalb, ich lese ja auch immer nur Hörbücher im Auto. Ja. Verbindest dich mit deinem WLAN-Kabel, um eine gute Verbindung da zu haben. Ja, da stecke ich mir mal ins rechte Nasenloch. Ja, da ist der Ballermann immer auf Sendung. Ja, ich bin immer technisch auf dem höchsten Stand. Ja. Also ja, man muss dazu sagen, der Prolo Ferrari, der hat seit Tagen nichts gegessen, Zeug. Der futtert jetzt hier gerade den Weihnachtsteller leer. Das ist ich kann jetzt schon keine Weihnachtssachen mehr sehen. Ist eigentlich umgekehrt, ich kann seit Tagen nicht mehr aufhören zu essen. Ich habe, glaube ich, zu Hause ein halbes Lebkuchenhaus gegessen in den letzten 3 Tagen. Meine Tochter wundert sich irgendwie überhaupt nicht, dass das von selber kleiner wird. Ja, so bürgerkriegsähnliche Zustände da bei euch, nur halbe Häuser. Du sagst wahrscheinlich immer noch, das ist der Esel vom Nikolaus gewesen, der sich immer nachts nochmal reinstolpert. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man die Kinder nicht so viel Zucker, ne? Und dann dachte ich, esse ich es lieber selber. Dann. Ja, Kinder und Hunde, weil mein Sohn hat mal so ein 500 Gramm Schokoladenkrippe oder Weihnachtshaus, Lebkuchenhaus gebaut und dann
kam man nach Hause und hatte der Hund das ganze Ding gegessen. Für Hunde ist das allerdings ziemlich gefährlich, Schokolade zu essen. Und dem ging es dann, glaube ich, auch nicht so gut, aber da muss man schon ein bisschen achten. Aber da hat der Hund sicherlich was von gelernt. Der hat das nie wieder gemacht. Nee, der hat das gerade letzte Woche schon wieder gemacht. Hunde sind einfach saudoof. Ja, die sind süß, aber saudoof. Und der hat letzte Woche sich schon wieder den Magen verrenkt. Das jetzt andere war Jahre her, hat schon wieder irgendwie Tafeln Schokolade in sich reingeschlungen. Und Schokokekse, glaube ich, auch. Der ist auch süchtig, dein Hund. Ja, das mag sein. Überraschung aus der Tierwelt, ja. Ich versuche jetzt gerade gedanklich hier so ein 1,5-Seiter von Spiel Online auf wenige Zeilen runterzubrechen. Also der Punkt ist, Eule im Weihnachtsbaum, ja, ist eigentlich eine alltägliche Begebenheit. Ja, die Eule versteckt sich im Baum, der Baum wird gefällt, der Baum steht bei der Familie im Wohnzimmer und zack, Artikel. Ja. Ja, also die Newmans haben halt ein... Das ist eigentlich scheiße jetzt. Ich hätte das vielleicht im Detail mal lesen sollen, aber ich... Ja, die haben halt einen Baum gefällt, haben sich in ins Wohnzimmer gestellt und nach einer Woche haben sie festgestellt, dass der Baum Augen hat und da saß eine verstörte Eule drin. So was hat die denn gefressen die ganze Zeit? Auch das frage ich mich auch. Wahrscheinlich ein Lebkuchenhaus. Die Eule war recht dünn. Ja, ja, wahrscheinlich nix. Ja. Was haben sie mit der Eule gemacht? Sehr dichter Baum halt. Ein armes Tier. Ich habe das auch gelesen oder gehört gestern, musste spontan an den Film Alvin and the Chipmunks denken. Denen wird nämlich auch der Baum gefällt und bei so einem Spinner ins Wohnzimmer gestellt oder zumindest in die Siedlung, der sich dann als arbeitsloser Musikproduzent entpuppt und die komischen Chipmunks, was immer das für Viecher sind, als äußerst musikalisch und reden können sie auch noch und dann machen die zusammen eine Band auf und nerven dann durch mindestens 3 Filme, die es da in den 90ern gegeben hat. Also ich hoffe, die Eule, die hat zumindest nicht angefangen zu singen. Also die Eule ist mittlerweile auch draußen und entfleucht. Aufgefallen ist das natürlich nur wegen der 10-jährigen Tochter, die sich vor dem fiesen Ornament gefürchtet hat. Ja, also die saß dann ja auch wahrscheinlich da immer so stocksteif. Ja, wahrscheinlich, Eulen sitzen ja tendenziell eher regungslos da, ja. Die sind ja auch und sehr spießig, ab und zu, kennt man ja, man guckt sich das an, plötzlich sind die Augen in die andere Richtung, ja, oder... Ja. Naja, also muss ich nicht zu Hause beeindruckende haben. Tiere. So eine Deswegen Eule. Vielleicht den Baum immer noch mit Unkrautex einsprühen. Ja. fallen da lauter Augen noch, was drin sitzt. Ich habe vor allem das mit der Überschrift gehört, nach einer Woche entdeckte die Tochter der Familie 2 Augen im Baum und ich habe mir dann vor meinem geistigen Auge so 2 Augen vorgestellt, die dann so von irgendeinem so Unfall oder so dann auch so baumelten an den Adern, so richtig schöne Splatter-Szenen vor Augen gehabt. Dann war es eigentlich nur eine Eule, tat mir jetzt für das Tier leid, aber war dann nicht mehr so ganz so... ganz so dramatisch, wie ich mir das ausgemalt habe. Ja, also insgesamt, das ist halt so ein Artikel, ja, das kann echt sein, aber ja. Das ist halt die Weihnachtszeit. Ach, das wenn ist auch das Schöne wenn an nicht, der ist doch vollkommen egal. Gibt es eigentlich, mal in so Baum eigentlich einen Begriff für Sommer noch, für die Weihnachtszeit? Ja, ja. Den sage ich dir aber nicht. Ja? Ach so. Ja, den, gut. Ich habe Luxuswissen und wir hatten das Sommerloch, wir hatten das Po-Loch von Josh Brolin, dann gibt es ja auch das Weihnachtsloch. Das klingt eher so nach einem, nee, schon gut. Nach einem Film, ja, den normalerweise Brummifahrer wird. Ja, Nikolaus auf heißer Fahrt. So wie damals der schöne Versprecher im ZDF, das war die Reportage, das schwarze Loch und im Anschluss Mainz, wie es singt und lacht. Auch so ein Klassiker aus der Fernsehunterhaltung. Ja, ich habe auch natürlich noch mehr Artikel, weil ich glaube, der Herr Ballermann, der will sich etwas aufheben fürs Finale. Nee, Furioso. Wir brauchen schon ein bisschen Zeit. Finale Furioso. Ja, ich bausch das jetzt hier ganz groß auf. Falls das scheiße ist, schneiden wir es einfach raus. Okay. Aber jetzt nochmal so ein bisschen Weihnachtszeit. Da muss ich auch immer an meine Oma denken. Die lebt tatsächlich immer noch in einem Heim am Bodensee, auf Berlin ursprünglich. Und meine Oma, die war ein ganz großer Fan einer Fernsehserie, die lange Jahrzehnte, muss man fast sagen, im deutschen Fernsehen lief und jetzt so langsam die Biege macht. Lindenstraße. Die Lindenstraße. 34 Jahre hat es die Lindenstraße gegeben und zu meinem, wirklich muss ich echt sagen, zu meinem Leidwesen gab es ja auch den Benny Beimer. Experten werden die Namensähnlichkeit jetzt hier an der Stelle feststellen und mit dem hat meine Oma mich zeitlebens verglichen, mit diesem Backo da aus der Serie und es war trotzdem, wenn sie da war, das war für sie das Wichtigste, das kam glaube ich sonntags 18 Uhr irgendwas, kam immer oder kommt noch die Lindenstraße bis März und letzten Freitag war der letzte Drehtag in Köln
in der ja, gefakten Lindenstraße, die da nur so ein Set an Kulissen ist und irgendwo geht damit ja schon so ein Stück deutsche Nachkriegsfernsehgeschichte zumindest zu Ende, ob man es nun mag oder nicht, aber 34 Jahre im deutschen Fernsehen, das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend, weil das die Sendung ist, die bei mir den unmittelbarsten Umschaltreflex erzeugt hat. Das heißt, ich habe eigentlich nie irgendwas gesehen. Ich habe nur dieses Anfangsgedudel. Dieses Gefiedel, ja. Das ist eigentlich schon unverschämt. Und dann bewegte sich schon der Daumen, der rechte Daumen. Das war unglaublich. Da hätte man echt mal ein wissenschaftliches Experiment zu machen müssen. Oh, die Eule ist im Bus. Ich habe da was singen hören. Ja, das stimmt. 29. März 2020 ist die letzte Folge im Fernsehen. Und die Lindenstraße ist auch in die Geschichte deswegen eingegangen, weil es den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen gezeigt hat. Das muss irgendwie das in den 1990 sogar erst. 1990, der erste Kuss. Da ist ja auch der, ich glaube, der Sohn von dem Dr. Dressler, der ist schwul in der Serie und im echten Leben wahrscheinlich auch. Und dort hat man sich das erste Mal getraut, das auch zu zeigen, diese Lebenswirklichkeit. Oh, das finde ich gut, das wusste ich gar nicht. Nee, die haben schon hin und wieder so auch so auch das ganze Thema Rechtsradikalismus, also viele, viele Themen haben die einfach so zum Gegenstand gemacht, aber ja, ehrlich gesagt, geguckt habe ich es auch nicht. Bin jetzt nur nicht der Lindenstraßenkonsument, aber für mich ist es eher sowas, so ein zeitgeschichtliches Thema. Die Lindenstraße, 34 Jahre, wollte ich an der Stelle einfach mal erwähnt haben. Einen schönen Gruß an Mutter Beimer. Da ist sie ja vor der Wende gestartet, oder? Ja. Da müsste man mal hier so Studien betreiben. So Folgen aus dem Jahr 1989 und so angucken. Genau, und dann sind ja auch die haben das Thema dann ja auch dort reingebracht. Da zog ja dann diese eine mit dem ostdeutschen Dialekt da auch ein und dann war auch dieses ganze Thema Ossi und so weiter, wurde dann sehr, also Diskriminierung von Ossis und so, Chancengleichheit und so, es gab es da immer alles. Also habe ich die Sendung eigentlich nie geguckt. Wahrscheinlich nur wegen des Gefiedels. Wir können ja mal einen langen Videoabend machen. Ja, 35 Jahre durchgucken oder was? Wie viele Folgen sind es gewesen? Ja, also sagen wir mal 50, wenn die jetzt jede Woche eine haben, 52 mal 34 a 30 Minuten. Also das steht nicht auf deinem Zettel. Nee, das steht nicht auf meinem Zettel. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil 25.000 also. Bist du ja schnell bei solchen Vorabendserien. Ja, aber die Berechnung ist 25, Quatsch, ja, 52 sind ja dann so 26 mal, Stunden pro Jahr. Ungefähr 25.000 Sendungen. Ja, 26 Stunden, wir wollen ja in Stunden, wenn wir jetzt da sitzen, wie viele Stunden müssen wir sitzen, wenn du sagst 26 Stunden pro Jahr, ja, jede Woche, nee, also 36.000 Sendungen sind das. Du siehst wahrscheinlich hinterher aus wie Mutter Beimer. So 36.000 Sendungen, wie viel hat dein Jahr 1000 ja, Sonntage 52 mal 35, so nicht 36.000. Circa 36.000. Okay. So. Der Karl-Heinz Ballermann ist alles, aber kein Mathematiker. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Es sind 52 Sendungen pro Jahr maximal. Ich bin sehr gut im Aufrunden. Immer nur sonntags ausgestrahlt. Ja, eben. 52 mal 34 sind bei mir nicht 36.000. Ja, du musst aber, das wurde ja in mehreren Sprachen übersetzt. Wurde ja zeitgleich. Ach so, stimmt. Ne? Wir wollen das ja in allen Sprachen. Ja, klar. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, logisch. Ja, mal. Dann immer einmal mit und einmal ohne Untertitel. Ja. Ja, stimmt. Japanisch mit Untertiteln. Japanisch mit griechischen Untertiteln. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die große Blu-ray-Box. Da haben die meisten Tonspuren drauf. Also wir können das gleichzeitig auch einfach einschalten. Also wir können auch ein Zeichen setzen und wir können euch auch alle hier an den Radiogeräten daran teilhaben lassen, wenn wir den großen Lindenstraßenmarathon starten. Und das wird dann ungefähr, die Folge wird dann ungefähr 5 Sekunden dauern, weil die Musik geht los und der Ballermann schaltet um. Nein, nicht der Ballermann, der Daumen vom Ballermann, der hat ein Eigenleben. Der Ballerdaumen. Der hat eigene Ohren. Und Augen, wie die Eule. Ja, wollt ihr eigentlich noch ein Bier? Ich hätte noch ein polnisches Bier im Angebot. Oder noch eins. Hast du auch noch was mitgebracht? Hast du was Schönes? Du hast bestimmt wieder halbgaren Mate-Tee dabei. Nee, diesmal auch gekühlt nach dem Debakel von letzten Mal. Ach du Scheiße, das Guinness. Feines Guinness. Sag mal, musst du denn immer so... Ich bitte dich, die Flasche zu öffnen. Ich habe noch zwei weitere. Wenn du brav bist, bleiben wir bei der einen. Es ist gut, dass ich diesen Notfall Leute, das müssen wir anders machen, weil die guten Sachen, das war doch so, ne? Am Anfang trinkt man doch die guten Sachen, weil nachher schmeckt man eh nichts mehr, oder? Ja. Okay. Wolltest du das jetzt zum richtig guten erklären? Dann lass mich mal vor, weil ich habe nämlich zur Abwechslung des Tages... Ich fühle mich hier latent diskriminiert. Ja, hallo, geht ja gar nicht, was du da abziehst hier. Oh. Also ich dachte... Wir machen mal die Tür auf, weil der Ballermann, der will jetzt hier eine spritzige Veranstaltung. Also ich dachte mir, weil wir ja alle so ein bisschen dekadent sind, ne,
Und außerdem, weil ja bald Silvester ist, habe ich eine Flasche Shampoos mitgebracht. Ne? Mhm. Mhm. Wirklich Champagner oder Cremant? Ein Cremant ist das, ja, sowas ähnliches. Ja, lecker. Ja, und die hat auch eine Medaille gekriegt, das gute Stück. Medaille d'Or. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als alter Lateiner. Und das sieht total hochpreisig aus und ist eigentlich wie Geld vor die Säule werfen bei euch beiden Typen, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich... Ach, jetzt hast du noch so ein netter, hast du noch so ein Guinness zufällig? Weil ich da so ein netter Kerl bin. So, ich reiß das mal auf hier. Hast du schon ein Foto gemacht davon? Nee, ich mache jetzt ein Foto, ich mache jetzt auf die Tür auf, bevor weil du haust mir sonst mit dem Sektkorken ins Auge. Das hatten wir in der letzten Folge mit dem Fußballer. Hervorragend. Kann ich da dieses Schälegrinsen auch mit ins Internet? Hervorragend. So, der Freunde. Hatte schon zwei Flaschen heute Morgen zum Frühstück. Freunde der Nacht. Hast du geschüttelt? So, jetzt kein Terrorangriff, sondern nur eine explodierende Sektflasche. Ach nee, ist ja Shampoos. Ja, schmeiß einfach Scheiß auf die Umwelt. Ja, ich scheiß nicht auf die Umwelt. Wir sammeln das gleich. Oh, wow. Oh, der Rinn ist schlecht. Respekt. Das hätte ich mal filmen sollen. Das war ja großartig. Ja, die besten Szenen, die schneidest du wieder nicht mit. So. Nee. Aber man hat es, glaube ich, gehört. Wir machen die Butze wieder zu, weil es regnet. Und ich habe auch für die... Was spricht denn jetzt gegen schöne neue Becher? FC-Becher. Weil ich wollte das jetzt nicht im Bierbecher einfüllen. Ihr merkt schon, ich bin ein Mann mit Stil. Ja. Und habe deswegen, und habe deswegen die durchsichtigen Plastikbecher genommen. Medaille. So, Mignon, dass du auch mal was Anständiges kriegst. Wir müssen gleich nochmal die Flasche beschreiben, weil da steht auch noch irgendwas. Du kannst irgendwas schon mal mit anfangen. Irgendwas, ich sehe sie nicht, du hast eine Pranke da drauf. Du bist doch hervorragender Französisch. Ja, das stimmt. Kenner, ich bin ja auch ein Kenner, aber nicht Sprecher. Le Puy du Moulin oder was? Moi. Die Ziege vom Müller? Ja, die. Apropos der Müller. Den Müllersen werden wir auch in eine der nächsten Folgen hier mal reinholen, weil der ist uns noch eine Antwort schuldig. Du Monde? Oder wie heißt das? Das heißt nicht Das ist Monde. Wahrscheinlich einfach nur, das ist irgendeine eine Gegend. Ja, das ist ja auch eine Gegend wahrscheinlich. Aber da steht Concours de Grand Vin de France. Ja, das ist der Wettbewerb, wo der die Medaille gekriegt hat. Ja, aber die goldene. Vin de France. Ne? 2016. Ja. Cremant d'Alsac. Nee, das war, glaube ich, das Ablaufdatum. Ja, scheißegal, ihr trinkt es ja nur. Cremant d'Alsac. So, jetzt haben wir die Rückseite. Der Cremant vom alten Sack. Wie viel Umdrehung hat das gute Stück? Das ist ja eigentlich die wichtigste Info. Schaumweinerzeugnis, 36%. Wo steht denn drauf, wie viel Prozent das hat? Vorne. Das schreiben die Franzosen nicht 12. drauf. Alles unter 40 schreiben die nicht drauf. 12. Das gilt bei denen nicht als Alkohol. Leute, kommt, ihr sollt auch nicht leben wie ein Hund. Kriegt ihr mal einen schönen Schluck oben drauf. Das reicht dann für mich. Ich muss ja hier noch dieses Studio nach Hause fahren. Ja, das Studio. Solange du keinen Film dabei guckst. Ich glaube, vielleicht schaue ich mir die erste Staffel Lindenstraße an, um auszunüchtern. Ja. Yeah. Können wir immer so angucken. Ja. Ja, ich dachte, war ja Silvester. A la votre, santé. Chantré. 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 Nee, der ist gut. Ja. Schmeckt so ein bisschen nach Guinness, finde ich. Ja, weil du das im Kopf hast. Die Bilder. Das ist aber echt fantastisch. Aber du hast gesagt, in Kombination mit deinem herrlichen Getränk hast du da auch noch einen Artikel mitgebracht. Habe ich einen herrlichen Artikel mitgebracht. Und zwar, eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum es so einen Artikel noch nicht gibt. Na, hast du aber selber geschrieben. Er musste kommen. Und das Thema ist natürlich auch bekannt. Umstritten wegen Klimaschutz, Doppelpunkt. Bei diesen Discountern gibt es weiter Silvesterböller. Kölner Stadtanzeiger. Lässt sich über die Frage aus, ist es heutzutage noch opportun, überhaupt Silvesterknallwerk anzubieten? Wegen der Feinstaubkonzentration, die damit zusammenhängt. Und tatsächlich, einige Supermärkte bieten das wohl schon nicht mehr an. Zum Beispiel sagt Uli Butnick, dass seine Rewe-Märkte im Dortmunder Süden in diesem Jahr eine böllerfreie Zone sind. Weil er will eben bei diesem Feinstaub sozusagen, er will den Feinstaub verhindern. Hält es für Doppelmoral, wenn man sich eigentlich das ganze Jahr über Feinstaubbelastung auslässt, aber dann am 31.12. es richtig krachen lässt. Und was ich dann sehr interessant dabei fand, und da bin ich eigentlich bei meinem eigentlichen Lieblingsthema dabei, ist, dass sich natürlich auch mein Lieblingsverein, die Deutsche Umwelthilfe, dazu geäußert hat. Ja. Weil der Jürgen Resch, der ist ja überall dabei, der DUH-Chef, Deutsche Umwelthilfe-Chef, und der sagt, wir hoffen,
dass ein Ruck durch die Gesellschaft geht und die Menschen in diesem Jahr weniger Böller und Raketen kaufen. Kann man auch erstmal so stehen lassen, finde ich. Und dann sagt er ganz selbstbewusst, wie es eigentlich immer so seine Art ist, Anfang 2020 will man die Händler auffordern, den Feuerwerksverkauf komplett einzustellen. Warum fragt man denn nicht Ende 2019 damit an, wird es noch viel mehr Sinn ergeben? Ja, weil die Bestände halt schon gekauft sind. Ne? Aber hier Baumarkt, die Baumarktkette Hornbach beispielsweise an, will auch wohl kein Feuerwerk mehr ins Sortiment nehmen und auch einzelne Edeka-Läden auch nicht mehr. Aber es steht und fällt alles mit den Discountern. Richtig. Ob die mitziehen, ne? Aldi und Co. Die ziehen bisher nicht mit. Also genau. Ne? Die halten dran fest und sagen, und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, man sollte im Leben eben nicht alles regulieren, sondern eben auch noch seine Freiheiten lassen. Und es handelt sich letztendlich um eine Tradition. Das stimmt, aber ich habe just gestern die beiden Silvesterkataloge von Aldi und Lidl in der Hand gehabt. Es gibt natürlich auch noch andere Discounter, die habe ich mir jetzt aber nicht angeguckt. Und die haben zum ersten Mal, ist mir das aufgefallen, die haben wirklich fast 10 Seiten in diesen Katalogen nur mit Feuerwerk. Und zwar inzwischen nicht mehr so, früher hatten die so 10 verschiedene Raketenartikel oder so. Inzwischen, die haben 8 Seiten davon, sind enorme Feuerwerksbatterien, die du nur einmal anzündest und dann ballern die da 2-3 Minuten lang für 120 Euro teilweise. Das ist ja traditionsbewusst. Das ist auch Tradition. Also ich finde, ich würde auch niemandem jetzt seine Rakete verderben, aber irgendwie ist Feuerwerk auch so erschwinglich geworden, dass du wirklich so ein kleines Feuerwerkspektakel da in deinem Vorgarten abfeuern für 120 Euro. Und aber nein, das beim Discounter kaufen. Guck dir die Kataloge an. Also ich muss mich an der Stelle mal outen als Passivballerer. In dem Sinne, dass ich eigentlich immer nur gerne und gut zugucke, ja, wie andere ihr Erspartes verballern. Und ich bin eigentlich, ich sag mal so, als Zuschauer bin ich eher Fan der in der Hand angezündeten und aus der Hand geschossenen Einzelrakete. Ja, so ein lieblos auf die Mittelspur gestelltes Tischfeuerwerk, ja, wo dann irgendwie noch 2-3 Taxen dran vorbei manövrieren, während das losballert. Weiß ich nicht. Und davon abgesehen, also ich würde meine Böller wahrscheinlich eher im Darknet kaufen. Ja, da weiß man auch, was man hat hinterher. Da gibt es auch ein polnisches Bier dazu. Genau. Aber das ist genau die Gefahr, ne? Das wird ja auch angesprochen. Wenn die ganzen Supermärkte ihre Angebote zurückziehen, dann fangen die Leute an, das Zeug im Internet zu kaufen. Und zwar dann eben wieder aus Polen oder so. Die Hand wegzusprengen, wenn nicht noch mehr. Also es hat eben alles auch eine Kehrseite und man muss auch mal sagen, 133 Millionen Umsatz mit Böllern und Raketen. Es hängen Arbeitsplätze dran. Gut, das ist, da kann man sagen, okay, was ist gewichtiger, ja. Aber immerhin, also es hat viele Seiten hat diese Medaille. Und was ich eben wieder bemerkenswert fand dabei, dass es wieder so ein Thema ist, bei dem die deutsche Umwelthilfe mit rumspringt. Weil die deutsche Umwelthilfe springt ja bei vielen Themen mit im Bereich des Umweltschutzes, ja, hat auch viele Sachen erreicht, muss man ganz klar sagen. Also die waren ja im Grunde genommen maßgeblich daran beteiligt, dass durch ihre Aktion, dass es einen Dieselrußfilter gibt, dass es Umweltzonen eingerichtet werden, Dosenpfand, schwefelfreien Kraftstoff gibt es. Habe ich an der Stelle erwähnt, dass dieser kleine rollende Bus einen Dieselmotor hat? Also mein Freund ist das nicht unbedingt. Mein Segen hast du. Und dass es gegebenenfalls sogar Dieselfahrverbote in Innenstädten geben wird. Hervorragend. Ja, und da muss man auch dazu sagen, dass diese deutsche Umwelthilfe auch per se trotzdem umstritten ist, trotz dieser vielleicht auch ganz interessanten und guten Sachen, die so machen. Ihnen wird nämlich ein Geschäftsmodell vorgeworfen, und zwar als eine geschäftliche Betätigung im Sinne eines Abmahnvereins. Also die deutsche Umwelthilfe steht wohl vor allen Dingen deswegen in der Kritik, weil sie eben ganz aggressiv Abmahngebühren verlangt, auch für kleinste Verstöße gegen Hinweise. Hier ist zum Beispiel ein ganz interessanter Artikel im Kapital, wo das mal aufgearbeitet wird, was die eigentlich so betreiben. Und da wird auch nochmal hervorgehoben, dass die einen ganz wesentlichen Teil ihres Budgets über diese Abmahngebühren finanzieren. Also früher waren es wohl mal 2% vor 10 Jahren, mittlerweile ein Anteil von 30% ihrer Gesamtfinanzierung. Mit Abstand wohl der Verbraucherverein, der am meisten
oder Verbrauchervereinigung, die am meisten Abmahngebühren eintreiben. Also wofür mahnen die denn? Für alles. Leute, soll ich euch mal ein Beispiel zeigen? Ja, hier? Bitte. Das finde ich nämlich echt ganz anschaulich. Und zwar gab es da wohl einen Autoverkäufer, Autohändler, Dietmar Lüders aus Karlförde in Sachsen-Anhalt. Der hat 8 gebrauchte Mazdas angeboten. Leider war einer davon noch keine 3 Monate alt und hatte auch noch nicht mehr als, na, wie viel muss man laufen? Naja, auf jeden Fall müssen die eine gewisse Kilometeranzahl gelaufen sein. Und damit, genau, 1000 Kilometer, und damit hätte er ihn nicht mehr als Neuwagen bezeichnen dürfen. Er hat das aber eben bei den Mazdas gemacht. Wurde dann von diesem Verein für Umwelthilfe abgemahnt, sollte 229,34 Euro bezahlen. Da sagt der Herr Lüders, ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, bin ich auch bereit zu zahlen. Aber das eigentlich Fragwürdige, finde ich zumindest dabei, ist dann, dass in Kombination damit auch gleichzeitig eine Unterlassungserklärung mit einem Vertragsstrafeversprechen übersandt wird. Und da heißt es dann nämlich, sobald du nochmal so etwa so einen Fehler machst, musst du sofort 5.001 Euro zahlen. Und zwar aber für jeden Verstoß. An wen? An die Umwelthilfe? Ja, an die Umwelthilfe. Was haben die denn da für eine Berechtigung, das anzuprangern? Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Und es gibt wohl ein Unterlassungsklagengesetz. Und darin wird es prinzipiell ermöglicht, dass auch gewisse Vereine, eigentlich privatwirtschaftliche Vereinigungen, nach diesem Gesetz vorgehen und Abmahnungen aussprechen können. Da muss man einen Antrag stellen, dass man das dann darf beim Bundesamt für Justiz. Ne? Und dann kriegt man eben so eine Erlaubnis. Und ich glaube, dass mittlerweile irgendwie 78, genau, es gibt 78 klageberechtigte Einrichtungen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt des Artikels. Und die meisten haben aber wirklich einen sehr untergeordneten Betrag, was diese Abmahngebühren angeht. Bloß eben die Deutsche Umwelthilfe, finde ich. Die erzielt, wie gesagt, einen sehr hohen Betrag. Hier steht 2,5 Millionen Euro. Wow. Das ist schon. Vor allem, wenn das so 200, Pi mal Daumen, 250 für so eine Abmahnung ist, dann sind das ja einige Abmahnungen, die wir aussprechen. Ja, genau. Ne? Und das Krasse dabei ist, wenn du einmal dieser Unterlassungserklärung zustimmst, dann bist du natürlich sozusagen im Fleischtopf von denen. Und die werden dich immer abgrasen, ob du nicht irgendeinen Fehler machst und dich nach Strich und Faden abmachen, weil das gibt ja richtig Asche. Ja. Und meine These ist, dass die guten Dinge, für die sich einsetzen, dass die eben durch so ein Geschäftsgebaren diskreditiert werden. Ja. Es gibt zwar auch Argumente. Diese Abmahnpraxis generell, weiß ja auch jeder Internetseitenbetreiber, die finde ich einfach nur eine Unart, dass da Anwälte hingehen und gewerbsmäßig Abmahnungen aussprechen für Dinge, die vielleicht nicht vorsätzlich falsch gemacht werden, vielleicht auch teilweise von der Rechtsprechung gar nicht lückenlos geklärt sind, ob sie erlaubt oder nicht erlaubt sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten und auf diese Art und Weise eben genau diese Unterlassungserklärung einzusammeln, diese Gebühren einzusammeln, die oft dazu noch völlig überteuert und überzogen sind. Mhm. Also da liest man ja auch immer wieder den Rat, sich auf jeden Fall anwaltlich beraten zu lassen, wenn man Opfer davon wird. Wie gesagt, wer einfach fremde Fotos klaut, klar, ne, der kann damit rechnen, dass er da irgendwie Ärger bekommt, aber diese Abmahnanwälte, die haben ja an und für sich, außer vielleicht aus so einem Gesetz, gar keine direkte Legitimation. Die suchen sich halt da so Nischen, um dann einfach Kohle zu machen, um einfach mit der Dummheit oder der Unwissenheit anderer vielleicht so wirklich so ein perfides Geschäftsmodell aufzuziehen. Die Hyäne unter den Juristen, ja. Ja, das ist also mit Sicherheit unter den Juristen nicht die beliebteste Sparte, die es da gibt. Na gut, ich meine, jetzt macht das hier der Verein selbst. Ich meine, ja, aber die werden ja auch irgendwelche Typen dafür haben. Die haben wohl eine eigene Abteilung, ich glaube mit 6 oder 7 Leuten, die das da betreiben, nur sowas. Und die sagen, also argumentativ ist natürlich auch nachvollziehbar, dass sie dadurch den Handlungsdruck erhöhen. Und für eine Disziplinierung sorgen, da wo der Staat versagt, klar, das ist... Dann sollen sie das Geld spenden, dann würde ich es glauben. Oder sollen sie das direkt unmittelbar sichtbar in irgendwelche Projekte Du, das werden die sicherlich belegen können. Aber gleichwohl, ne? Ich find, es muss irgendwie, das, wofür man sich einsetzt, muss passen zu dem, wie man sich verhält. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Da ist irgendwo für mich eine Lücke, ja. Hm. Aber man muss natürlich auch sagen, die haben auch viel erreicht. Also ja. Was ich mich natürlich gefragt habe, und jetzt werden wir wieder so ein bisschen halbseiden, war denn Uli Butnick vom Rewe jemals in den USA Austauschschüler? Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Da hat er mit Sicherheit keine gute Zeit gehabt mit dem Namen.
in diesem Sinne. Auf Uli. Ja. So. Zum Wohl. Prost. Prösterchen. Uli Butnick. Mhm. Cheers. Oh, ich glaube, Rewe wird nicht mehr unser Sponsor. Wieso das denn nicht? Die haben wir jetzt auch vergraut. Du hast doch hier schon hier, ich nenne jetzt den Hersteller nicht hier, beste Wahl. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Stufe über Ja. Ja, wir haben bisher Rewe in diesem Zusammenhang sehr gepusht. Ja. Wir haben Hipster-Getränke, die im Rewe erstanden wurden, gekauft. Und auch Teile meiner Weihnachtsplatte sind aus den Handelsbeständen von Uli Butnick erstanden worden. Blauen Ball. Deswegen nehme ich es mir jetzt auch einfach mal raus, mich über den Namen lustig zu machen. Ja, wir machen uns aber gleich noch über unsere eigenen Namen auch noch lustig. Also Karl-Heinz Ballermann ist schwierig. Ist schwierig. Da ist nahezu unangreifbar der Name. Ja. Ne? Ich mit meinem englisch klingenden Namen, da hat auch nie einer gewusst, wie man das ausschreibt. Die haben es immer mit Kommst K-A. Du aus England? Ja, ich komme ja, aus der englischsprachigen Minderheit aus West-Berlin. Also. Ja, da bist du mal direkt natürlich auch an der Grenze. Ne? Du musst ja raus, du musst ja durch die Transitzone tatsächlich. Kennst du eigentlich diesen Charlie? Diesen Charlie, der hat ja auch einen schrecklichen Vorname. Der hat auch da so ein, genau. Der hat seinen Checkpoint. Nee, aber das war wirklich, früher, ich bin in Berlin, in 1974 in Berlin geboren worden. Und in West-Berlin tatsächlich, aber wenn wir Verwandtschaft besuchen wollten, so mussten wir durch die Transitzone fahren, ne? Weil Berlin ja bekanntermaßen in Ostdeutschland war. Und meine Eltern hatten ein Ford Transit. Und ich habe als Kind immer gedacht, was für ein Glück, dass wir so ein Ford Transit haben. Sonst könnten wir ja gar nicht über die Transitzone nach Westdeutschland fahren. Das liegt ja auch auf der Hand. Ja, und so einfach denken Kinder manchmal. Das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Und in dem Zusammenhang habe ich auch einen kleinen... Manche mussten über die Golfregion fahren. Ja, das stimmt. Wo ist denn mein Artikel mit den Kindern? Ich habe hier noch was vorbereitet. Habe ich schon wieder verballert. Ballermann. Ja, kannst du dich auch Gedicht aufsagen? Ach genau, Gedicht aufsagen. Das ist so ähnlich. Was macht man in der Weihnachtszeit? Man sagt Gedichte auf, ganz richtig. Und man schickt seine Kinder zu Krippenspielen. Also habt ihr vielleicht in euren Kindergärten, Schulen, deine Tochter ist noch zu klein, aber auch schon miterlebt, dann setzt man sich halt dahin und schaut seiner Tochter, seinem Sohn beim Krippenspiel zu. Im Zweifel einfach nur als kleiner Engel irgendwo im Seiten. Also du als kleiner Engel guckst du zu. Ich als kleiner Engel, nein. Und dann gab es hier die Geschichte der kleinen Ella aus England, die 20 Minuten bei einem Krippenspiel dem Publikum den Mittelfinger gezeigt hat. Hier ist auch ein Foto, da ist die kleine Ella zu sehen, wie sie ihren Stinkefinger ins Publikum richtet. Das hätte natürlich nie irgendeiner überregional... Könnte man fast meinen, dass sie nicht ganz freiwillig beim Krippenspiel mitgemacht hat. Nein, die ist auch keine kleine, keine kleine Klimaschützerin oder irgendwas, die neueste Errungenschaft da. Nein, die hat ein ganz anderes Problem gehabt. Die hat sich geschnitten während des Krippenspiels und ihre Mutter saß im Publikum und die hat die ganze Zeit den Finger hochgehalten, um zu sagen, guck mal, ich habe mich geschnitten, ich brauche ein Pflaster. Und hat 20 Minuten, teilweise, da gibt es auch noch Fotos, da hat sie dann beide Finger hochgehalten, um zu vergleichen. Links habe ich mich geschnitten, rechts nicht. Du wirst lachen, ich verfüge über genau so ein Foto meiner Tochter, wo sie sich auch irgendwas am Mittelfinger zugezogen hat. Ja, sowas sollte man eigentlich immer mal aufbewahren für Elternsprechtage. Aber, und der ist der entscheidende Unterschied, deswegen, ich will mich hier gar nicht über die kleine Ella lustig machen, im Gegenteil, die ist 5 Jahre alt und das hätte, wie gesagt, keine Sau interessiert, außer die Eltern, die das dann für so irgendwie Privatzwecke mal zum Schmunzeln nehmen. Aber warum ist sie bekannt? Weil ihre Mutter, die kleine Ella, bei Facebook gepostet hat, dieses Foto da irgendwo hochgeladen hat. Hier seht ihr das, diesen Post und das war tatsächlich Facebook. Und dann sich im Endeffekt so ein bisschen lustig darüber auslässt, dass ihre Tochter beim Krippenspiel die ganze Zeit den Mittelfinger hochzieht. Und ganz ehrlich, liebe Eltern, das finde ich eigentlich total scheiße, dass man sowas macht. Das Mädchen ist 5 Jahre alt. Natürlich lachen wir jetzt hier im Bus darüber, sind darauf aufmerksam geworden. Aber die Kleine, die wird irgendwann auch größer und dann wird sie sich freuen, ja, schönen Dank. Ja, das wäre so, als ob wir alle haben totale Giftfotos irgendwo in unseren Fotoalben unserer Eltern. Nicht. Und zum Glück, ja, du natürlich nicht. Bei mir ist alles ganz kuschi-kuschi. Ja, aber ich habe sie definitiv, schlimme Frisuren und alles, was dazugehört, böse Brillen. Und ich bin heilfroh, dass meine Eltern kein Facebook hatten, um den Quatsch dann der ganzen Welt zu zeigen. Das geht dann nach Möglichkeit noch viral. Und jetzt wird in irgendwelchen anderen Medien, was habe ich hier? Was heißt denn viral eigentlich? Viral, das ist gerade so in der Weihnachtszeit. Früher hätte man gesagt, so durch die Decke geht.
durch die Decke, viral. Ja, das ja, wird halt, also, das verbreitet wenn sich quasi wie ein Lauffeuer. Jeder Horst sieht oder weiß. Der Daily Mirror in England hat es aufgegriffen und damit dann wirklich für die Massen zugänglich gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich finde das ganz ehrlich, meine ich das jetzt komplett ernst, finde das total unverantwortlich, sowas zu machen, seine Kinder da so vor die Weltöffentlichkeit zu ziehen im Zweifel. Das Kinderfotos ist halt, ein schwieriges Thema. Ja, man neigt ja auch dazu, seine Kinder in Posen zumindest zu fotografieren, ja, wo man selbst vielleicht nicht gesehen werden möchte, ja, und das dann noch irgendwo hochzuladen. Das, was für Posen fotografierst du denn deine Kinder? Was weiß ich, ja, weißt du, irgendwie, also ich weiß, meine Tochter ist irgendwie, hat es jetzt vor einer Weile gerade noch so aufs Töpfchen geschafft, hat sich dann auf den Badezimmerboden gelegt und ist eingeschlafen, ja, und entsprechend natürlich mit Du schläfst doch immer selber, wenn du am Samstagabend nach Hause kommst. Heruntergelassener Hose, ja, da gibt es von mir natürlich genau auch Fotos Foto. Von, aber dennoch ist halt nichts fürs Internet, ja, also man kann das natürlich, man braucht ja auch was in der Hinterhand, falls sie irgendwann als Teenager aufmüpfig werden, ja, hier. Wenn du um 22 Uhr nicht zu Hause bist, kommt das hier ins Internet. Ja. Da fällt mir immer der Film aber Flodder ein, kennt ihr doch auch alle, ne? Familie Flodder. Die wohnen bei uns, ja. Ja, die wohnen bei euch und wie die dann ein neues Auto kaufen wollten und vorher haben die dann extra die Tochter rübergeschickt und die hat dann mit dem Autoverkäufer hier geschnackselt. Und dann hat er sich schön, ist der Bruder dann hin und hat sich doch die teuerste Ausstattung da bestellt. Und dann sagt er, wie wollen Sie zahlen? American Express Überweisung, bla bla bla. Mit Polaroid. Ein Traum. Ja, also für diese Zwecke halte ich auch so die ein oder anderen Schnappschüsse noch parat, um meinen Kindern da so Paroli bieten zu können. Aber ich bin ein absoluter Verfechter von keine Kinder in irgendwelche sozialen Medien, egal ob die Kanäle jetzt privat sind oder ob man sie der Öffentlichkeit öffnet. Und ich finde, da passiert so ein gewisser Kontrollverlust, auch bei Eltern. Also ich sehe das ja selbst, wenn ich dann so in den WhatsApp-Status teilweise reingucke, ich kriege da Einblicke in Familienleben, die möchte ich nicht mal haben. Also da frage ich mich, warum setzen die ihre Kinder so einer Begutachtung da aus und überhaupt, das ist für mich was Intimes, was Familiäres, das sollte dann da drin bleiben. Guten Freunden würde ich auch mein Fotoalbum zeigen, ja, so im übertragenen Sinne, aber ich schicke das nicht in irgendwelche sozialen Medien, das sehe ich halt immer mehr, tatsächlich, und nicht nur vorteilhafte Sachen. Ja, und die Kinder werden ja gar nicht gefragt. Die haben ja eigentlich auch ein Mitspracherecht, sollte man meinen. Sollte man meinen, ja. Also deswegen, ich sag mal, für Anfänger wäre doch zumindest die entscheidende Frage, möchtest du auch Pose habe ich jetzt nur so vereinfachend genannt, also möchtest du so, wie dein Kind abgebildet ist, auf Facebook selber landen? Ja, also das, die Frage kann man sich stellen. Aber manche würden das eindeutig mit Ja beantworten. Also ja, aber das, ja, stimmt. Also das ist vielleicht nicht idiotensicher, die Faustregel, ja, aber generell. Soll ich dir eine andere Faustregel nennen? Bitte. Also, sofern du etwas anderes abbildest in den sozialen Netzwerken als ein Leberwurstbrot, solltest du nachdenken. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Nennen wir das die Leberwurstformel. Die Leberwurstformel. Ja, das ist eine großartige Formel. Da hat, apropos soziale Netzwerke, ein Vater habe ich jetzt heute irgendwo im Vorbeifliegen gesehen, hat seiner Tochter erlaubt, eine Party zu machen zum 14. Geburtstag. Die Tochter hat aber heimlich irgendwelche Jungs da eingeschleust. Hätte ich auch gemacht. Ja, und daraufhin hat der Vater die sozialen Konten seiner Tochter übernommen, hat ihr das sozusagen verboten, da den Zugang verboten und hat stattdessen selber ständig Fotos von sich mit Perücken und so in den Klamotten seiner Tochter gepostet. Nee, echt? Um seiner Tochter so ein bisschen einen auszuwischen. Dumm nur, dass das seitdem eben auch viral gegangen ist und die jetzt tierisch viele Follower auf Instagram und was weiß ich wo hat. Ja, wobei man das vielleicht noch als Erziehungsmaßnahme durchgehen lassen kann. Oh, nee. Ja, vielleicht nach hinten. Aber auch da muss die Erziehung in die Öffentlichkeit getragen werden. Jetzt immer wieder die Frage. Das ist doch so ein Schaulaufen für wen auch immer. Das finde ich für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel mal, diesen Podcast, finde ich das ja ganz legitim, dass man sowas macht. Ja, wir haben ja Sichtschutz. Aber nicht sozusagen für seine Privatsphäre. Diese Grenze, die ist da völlig aufgeweicht. Das Paradoxe ist ja, dass sich dieselben Eltern darüber beschweren, dass die Kinder unverantwortlich mit sozialen Medien umgehen. Ja, vielleicht ein paar Jahre später dann, je nachdem. Was landen die denn da im Kofferraum?
Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, für den BND. Da sind gerade Leute, Leute, die haben jetzt den Kofferraumklapper aufgemacht. Wieso fahren die eigentlich zusammen nach Hause? Die fragen sich wahrscheinlich, warum so drei Idioten mit Kopfhörern in so einem Bus sitzen. Sind die zusammen? Weiß ich nicht. Die sind verheiratet sogar. Echt? Ja, wusstest du das nicht? Die haben unterschiedliche Nachnamen, sind aber schon. Oh, das ist so gefährlich. Ein Ehepaar und haben auch. Das ist eigentlich auch ein super Trick. Ja, ja. Das weiß ich nur, weil ich dich ständig abhöre. So, die fahren jetzt schön in den Weihnachtsurlaub. Ja, können wir auch gleich machen, oder? Können wir auch gleich machen. Wir trinken jetzt noch hier unseren Champagner Cremant zu Ende. Wir sind nämlich die ganz feinen Bengels hier. Gucken, ob wir irgendwie an dem Guinness vorbeikommen. Du stellst dich aber auch an. Ja, aber hör mal, das ist ja ein Skandal. Also, Alter, du hast immer noch nicht das Konzept dieser Sendung verstanden. Es geht nicht darum, Übelkeit hervorzurufen, sondern ein Getränk zu verkosten. Verdammte Axt, das ist gemein. Was ich meiner Tochter auch sage, bevor du dich beschwerst, musst du es wenigstens mal probiert haben. Ja? Okay, ich finde, das ist das mindeste Argument und das machen wir jetzt auch. Wir machen wenigstens jetzt eins auf. Ich habe lange kein Guinness mehr getrunken. Probieren muss man. Ich finde halt, das Zeug, das ist halt echt, sagt man das schwer im Magen oder sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich trinke grundsätzlich kein Bier, das so dunkel ist. Das kommt entweder aus Düsseldorf oder eben. Obwohl, ich war gestern bei Fortuna, Heimspiel gegen Union Berlin. Und ich habe extra auf dem Parkplatz 1 geparkt, weil Parkplatz 2 ist nämlich der Gästeparkplatz, wo vielleicht die Union Berlins Fans parken. Das ist total lieb. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, was es für Typen sind. Dachte ich, komm, gehst mal nur mal sicher. Hast du sicherheitshalber einen Bayern-Schal in nee, natürlich gehängt, nicht. Ja. Und dann habe ich Hosen-CD da irgendwo rumliegen lassen. Glücklicherweise neben, großes Glück, hinterm Tor, direkt neben der Fankurve von Union Berlin. Erstmal muss ich sagen, grandioses Stadion, grandiose Fortuna-Fans, echt, die können auch richtig abfallen, aber wer richtig cool ist, das sind auch die Unions-Fans. Die haben auch ohne Arschlochwichser Hurenbock haben die echt gute Sachen da gerufen und gesungen. Die haben 90 Minuten durchgesungen, auch wenn die eigene Mannschaft im Rückstand lag und auch am Ende ja verloren hat, 2-1 oder, ja genau, 2-1 und also hat mich wirklich beeindruckt und richtig coole Songs auch. Ja, die müssen auch coole Fans haben, weil die haben ja damals auch ihr Stadion selber mitgebaut. Ja, und das habe ich dann nämlich mir dabei sagen lassen, dass das ja richtig echt gute Fans sind, die haben dann das Stadion gemeinsam mit dem Verein renoviert irgendwie. Ja. Also eine ganz starke Nummer fand ich das. Da muss ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen, dass ich solche Befürchtungen hatte, dass ich auch sogar vom Parkplatz 2 lieber auf den Parkplatz 1 gefahren bin. Also Entschuldigung, liebe Union-Fans, ich habe euch total Unrecht getan. Ihr wart zumindest an dem Spieltag, wart ihr grandios. Wahrscheinlich seid ihr das auch sonst. War denn da viele Transits eigentlich auf dem Parkplatz? Was heißt das? Damit die auch aus der über die Transitstrecke da raus. Wir werden gerade Zeuge einer missglückten Überleitung. Nein, das war großartig. Ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir das Jahr und freuen uns auf weitere Folgen im neuen Jahr. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke dir, Prollo, dass du den Teller zumindest ein Drittel leer gegessen Hallo? Hast. Hallo, guck mal hier. Ja, ich auch. Und eine Schokokugel durch Herrn Ballermann, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Große wir schlürfen jetzt hier noch ein bisschen und wünschen allen, die das hören, eine frohe Weihnachtszeit gehabt zu haben. Und vor allen Dingen einen guten Rutsch. Ne? Augen auf, gehabt zu haben. Auf. Und auch das, richtig, sprengt euch nicht die Finger ab. Nee, man hat nur 10, ne? Jedes Jahr einen, reicht. Gut. Ne? Nicht nur Feinstaub, auch die Rakete sollte man nicht einatmen. Habe ich euch übrigens mal erzählt, wir haben früher immer Met-Raketen gemacht, das darfst du heute gar keinem mehr erzählen. Ja? Fleisch in den Himmel schießen, dann explodiert das noch als Hackregen. Das wird das an die liebe Hörerschaft, ich verurteile das total. Ich fühle mich auch echt schlecht. Total. Also ich werde gleich. Aber es war trotzdem richtig gut. Warum hast du das mit dem Hackregen nicht gebracht, als wir die Geschichte mit den Veganern hatten, die mit Fleisch beschmissen wurden? Das wäre ja noch eine Hackregenrakete auf Veganer schießen. Das wäre ja so. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht zu viel Hack oben auf die Spitze drauf packt, weil ansonsten packt die Rakete das nicht und biegt dann zur Seite ab. Das ist nämlich auch einmal passiert. Ja, kommen da nicht da irgendwie Buletten runtergeflogen? Das ist ja das Lustige. Und dann ist halt diese Rakete nicht nach oben, sondern nach links abgebogen und ist direkt vor so einer Hauswand explodiert. Und dann gab es ein riesiges Gemetzel an der Hauswand. Stell dir mal vor, das hätte einer ins Gesicht bekommen. Dann hättest du gesagt, Hackfresse. Hackfresse. Ja, aber das machen wir alles nicht. Das ist alles, das gehört sich nicht. Nein. Finde ich aber nicht gut. Hier den ganzen Müll wieder auf und werden den kompostieren und getrennt. Und schmeißen den weg. Schmeißen in das Auto von den Leuten, die da eben geparkt haben. So. In diesem Sinne,
Die Stunde ist rum. Ich danke euch. Feiertag. Die Konzentration ist auch im Arsch und wir sind raus. Tschüss, Inkowski. Bis dann. Ciao.